Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Escapist. Oh yeah, ich hole mir ein paar Likes ab und es tut mir leid, gestern habe ich ein bisschen übersteuert. Ich habe jetzt mein Mikro ein bisschen weiter weggetan. Und heute stelle ich euch und mir selbst die Frage: Werden wir ausbrechen? Das ist hier die Frage. Ich kann euch ein paar Details sagen zu dem, wovor wir uns fürchten bzw. aufpassen sollten. Wir dürfen nicht buddeln, also dürfen wir uns nicht auf die Oberfläche buddeln. Also auch keine Prozent. Das hatten wir schon mal. Wir haben uns prozentemäßig nach oben gebuddelt und das Loch wurde entdeckt. Deswegen dürfen wir das Loch erst aufmachen, sobald, oder anfangen zu buddeln, sobald wir Nacht haben und ausbrechen können. Das heißt, wir müssen definitiv später zu Ende buddeln. Die Schaufel brauchen wir also noch. So, wir versuchen alle Sachen hinzuschleppen und mir ist eine Idee gekommen. Wir brauchen doch einen Kamm derzeit. Der Kamm ist aus Plastik. Wir müssen ja flüssiges Plastik herstellen, ne? So nehmen wir nicht einfach einen Plastiklöffel. Was soll denn das? Wieso nicht gleich sofort? Naja. Jedenfalls haben wir jetzt den Plastiklöffel, den können wir hoffentlich, ich weiß es nicht, obwohl da steht Komponente drauf, also es müsste eigentlich flüssig gemacht werden können. Wir werden jetzt kurz mal nachgucken und dann werden wir schon mal die ersten Sachen rüberschleppen. Ich weiß noch nicht, wie wir sie deponieren, weil den blauen Schlüssel dürfen wir theoretisch erst mitnehmen, sobald wir ausbrechen wollen. Das heißt, wir müssen definitiv einen illegalen Beutel mitnehmen. Ganz wichtig. Also, dass ein illegaler Beutel bleibt. Ups. Ah, es geht sauber. Wieso bin ich da vorher nicht drauf gekommen? Wieso suche ich jedes Mal einen Kamm? Ah, das ärgert mich. So, der Schlüssel bleibt also hier. Wir haben insgesamt noch zwei Beutel. Einen verbrauchen wir jetzt, um unsere Sachen rüberzuschleppen. Und den anderen brauchen wir, um daher rauszukommen. Sollten wir aus irgendwelchen Gründen beim Mittagsappell oder Abendsappell untersucht werden, müssen wir das Ganze canceln. Also wir müssen das dann verschieben. Wir brauchen diesen illegalen Beutel. Obwohl, wenn wir gleich keine illegalen Sachen mehr drin haben, brauchen wir diesen Beutel eigentlich gar nicht mehr, ne? Ich nehme gerne die Kelle mit. Den Schlüssel brauchen wir. Wir brauchen eine Strebe. Restlichen Streben können wir, glaube ich, gleich die Toilette runterspülen. Die Feder nehmen wir später mit. Die Folie können wir eigentlich vernichten. Weil die finden wir sowieso, ne? Die Werteuniform werden wir sofort anziehen, sobald es zum Ausbruch kommt. Sollten wir ausbrechen? Denn das ist heute die Frage. Brechen wir aus? Diese Frage werde ich euch heute wohl noch ein paar Mal stellen. So, Schokoriegel nehmen wir hoffentlich auch irgendwie mit oder deponieren sie da hinten. Wobei Schokoriegel brauchen wir gar nicht, ne? Das Loch ist ja quasi fertig. Stimmt. Wieso haben wir jetzt die Schokoriegel gesammelt? Ich weiß es nicht. Der türkise Schlüssel, den können wir jederzeit rausnehmen. Die werden wir gleich die Toilette runterspülen. Gut, wir haben jetzt alles dabei, ne? Alles, was wir brauchen. Heißt, wir gehen jetzt hier einmal kurz rüber. Somit ist der erste illegale Beutel weg. Wir gehen hier ran und hoffen, dass uns die Wachen nicht verfolgen. Okay, sehr schön. Wie machen wir das? Wir gehen erstmal hier runter und platzieren auf jeden Fall den Schlüssel hier. Die Strebe muss hier hin. Und die Schaufel benutzen wir gleich eh. Ich würde gerne noch so zwei, drei aus Sicherheitsgründen nach links bohren. Einfach nur, um wirklich sicher zu gehen, dass da hinten irgendwo der Ausgang auf uns wartet und nicht, dass wir irgendwo in der Metallwerkstatt landen oder so. Das wäre ein bisschen blöd. Wir müssen auf jeden Fall gleich noch das Sand loswerden. Oder die Erde loswerden, besser gesagt. Aber das ist ja gar kein Problem. Können wir ja verschenken, ne? So, einen machen wir noch. Sicherheitshalber. Man weiß nämlich nie, wie unsicher es ist, sich hochzubuddeln. Wir wissen nämlich nicht, wo wir rauskommen. Auch wenn ich gezählt habe. So, sehr schön. Das war's. Weiter werden wir nicht buddeln. Schaufel lassen wir sicherheitshalber hier unten liegen. So. Uhu. Fast ja der Jason reinguckt. Übrigens, Jason war derjenige, der uns gestern verraten hat, der unsere Sachen gefunden hat. Was? Nein! Oh, nein, da war doch. Ach, Scheiße. Da war doch so ein Metalldetektor. Ich wollte dir ein paar Sachen schenken. Progo, ich wollte dir nur noch Sachen schenken. Nein. Egal, meine Waffe brauche ich nicht. Scheiße, ich habe sie zusammengeschlagen, ne?
So. Was hast du noch so Schönes dabei? Ach, die Erde, die ich dir gegeben habe, roten Schlüssel. Ja. Hey, wollte gerade sagen, er hat meine Sachen aufgesammelt. Ich habe ihn voll zusammengeschlagen. So. Kommen wir doch rechtzeitig hin, um die Sachen mitzunehmen? Ja. Bitte nicht wegnehmen. Ja, komm schon, ja. Es hat funktioniert. Okay, wir haben nichts Großartiges verloren. Alles ist gut. Alles ist wunderschön. Wieso liegt da noch eine Mauer? Ich weiß es nicht. Mich interessiert es auch eher gesagt nicht. So, gehen wir zum Mittagsappell. Ich bin so aufgeregt, Freunde. Ich bin einfach so aufgeregt. Was hast du dabei? Nichts, was ich gebrauchen kann, ne? Schokorie brauchen wir nicht. Oh, Johnny. Ho. Ich bin so aufgeregt. Gib mir Likes. Ich will heute ausbrechen. Wenn das nicht funktioniert, müssen wir von vorne anfangen. Also nicht von vorne, sondern die Sachen schnell finden. Wobei, ich glaube, beim letzten Mal ist der Tunnel übrig geblieben, weil wir ihn vorher zugeschüttet haben. Wir haben die Beweise quasi vernichtet. Wir sind nicht an die Beweise rangekommen. Das heißt, sollten wir in Einzelhaft landen, könnten unsere Sachen da hinten vielleicht doch noch bleiben. Es sei denn, wir verraten den Tunnel. Wenn wir den Tunnel verraten, indem wir ein Loch graben, ist ja klar. Über Marsch. So, Nachmittagsfreizeit. Oh, jetzt, ach, schon wieder jetzt Feines, ne? Rettest mir jedes Mal den Arsch, das finde ich gut. Diese schmieren wir jetzt die Toilette runter. Gucken wir unsere illegalen Sachen an. Eins. Zwei illegale Sachen, die kann man jederzeit rausholen, sobald wir untersucht werden. Das heißt, beim Abendappell werden wir ganz genau aufpassen, was da wirklich passiert. Es tut mir im Herzen weh, die Dinger runterzuspülen. Falls wir nämlich versagen, müssen wir weitergraben. Wieso untersuche ich jetzt bei jetzt Feinest? Ich weiß nicht. Er hat mir das Leben gerettet. Ich gucke mal, ob er irgendwelche Drogen hier hat. Ich will ihm auch das Leben retten. Er hat keine Drogen. Gut, dann gehen wir weiter. Gibt es noch etwas zu tun, bevor wir ausbrechen? Wir haben die Schlüssel beieinander. Der rote Schlüssel ist da schon drin. Die Hacke brauchen wir, die Spitzhacke brauchen wir nicht. Mit dem blauen Schlüssel werden wir nämlich hier reingehen. Wir werden einmal ganz kurz den Generator ausmachen. Da könnte schon der erste Fehler sein, indem wir da reingehen und die Leute sagen oder die Wärter sagen uns, hey, so ist nicht, du bist tot. Dann werden wir zu verprügelt und dann haben wir den Schlüssel nicht mehr. So. Das heißt, das hier ist das Hindernis, das erste Hindernis, was wir überwältigen müssen. Das zweite ist, wir müssen in die Wärterkabinen reinkommen, die Wärterbaracken. Und das dritte ist, wir müssen unten an dem Wachmann vorbei mit den unterschriebenen Papieren und dafür müssen wir, oh, fast vergessen. Die Feder und die Tinte mitnehmen. Ich nehme sie jetzt schon mal rein, sonst vergesse ich die. Ich vergesse die hundertprozentig, wenn ich die jetzt nicht reinnehme. So, Feder und Tinte. Ganz wichtig. Der Rest bleibt noch hier. Die Bettpuppe kann eigentlich auch schon mal rein. Nichts Illegales dabei. Ich will keine Fehler machen. Keine Fehler. Nein. Ich bin so aufgeregt. Theoretisch kann ich auch alle Wärter zusammenschlagen und hier rausgehen. Aber gut. So. Gehen wir erstmal was essen. Vielleicht werden wir das als Alternativplan erwägen, wenn ihr sagt, Zero, es ist zu langweilig, wenn du alle Sachen nochmal suchst. Dann werden wir einfach alle Wärter verprügeln und rausgehen. Weil wir haben es ja quasi dann schon mal gemacht, dass wir uns rausgebuddelt haben. Wir müssen es dann ja nicht nochmal machen. Oder was sagt ihr? Sollten wir heute scheitern? Schreibt es in die Kommentare. Sollen wir die Leute einfach verprügeln oder sollen wir uns tatsächlich einen Alternativplan ausdenken, einen anderen Plan rauszukommen? Wobei wir kein anderer Plan als ausgraben gerade im Sinn steht. Oder. Sagt einfach, was ihr denkt. Wir werden noch mal ein bisschen Schnelligkeit trainieren. Ja, kann nicht schaden, ne? Kann auf jeden Fall nicht schaden, noch ein bisschen schneller zu werden, als wir es jetzt schon sind. Je schneller wir sind, desto schneller kommen wir zeitlich raus. Stimmt, die Klamotten müssen wir mitnehmen, ne? Wenn wir jetzt schon Wetterklamotten anziehen, sobald der Abendappell vorbei ist, dann kriegen wir ein Problem. Dann sehen die uns doch mit den Klamotten. Naja. Gut. Tempo 97. Wir sind ziemlich fix unterwegs. Alter Schwede. So. Ich habe zwar keinen Vergleich zu damals, aber meine Jungs überhole ich locker. So, wenige Stunden trennen uns vor dem Versuch. Ich drehe durch. Meine Nerven. Das spielen wir mit meinen Nerven nicht mit. Ja, wir haben wirklich alles aus diesem Gefängnis rausgeholt. Wir haben echt
geguckt, wo die Fehler sind in diesem Gefängnis. Wir haben wirklich detailgerecht Sachen platziert, um zu gucken, ob die Wärter dann nachgucken, wann sie nachgucken. Wir haben studiert, wie die Wärter durch die Gegend laufen, welchen Rhythmus sie einhalten. Alles haben wir drin. Und jetzt können wir es versuchen. Aber erst haben wir noch die Abendfreizeit vor uns. Und werden definitiv den Beutel mitnehmen. Wir werden die drei Sachen mitnehmen. Wir haben noch genug Platz für diese drei Sachen. Das ist perfekt. Wobei, die Bettpuppe lassen wir sowieso hier, ne? Dann ist natürlich die Frage, wo in den Wärterkabinen befinden sich die Papiere? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir sind da nur einmal ganz kurz vorbeigelaufen. Das heißt, ich habe da nur einen flüchtigen Blick reingeworfen und ich weiß nicht, was da abgeht. Hätte mir die Folge nochmal angucken sollen, wie das Gefängnis aussieht, wie die Baracke aussieht. Das wäre, glaube ich, das Nonplusultra gewesen, wenn ich wüsste, wie es da oben aussieht. Ne? Daniel Seiler, ein paar Briefe, Folie und ein Kamm. Das ist zu spät, ich brauche keinen Kamm mehr. Oder er hat hier durch die Tür geschaut und dieses Item, das dritte Item hat uns verraten. Das dritte Item hat uns, glaube ich, verraten, weil die beiden hat er nicht gesehen, weil die hinter der Mauer waren. Und die hat er genau einen Blick hier drauf gehabt. Ich verstehe. Das müssen wir also mit einbeziehen. Sie können durch die Tür gucken. Aber nicht, wenn eine Wand davor ist. Zwei Blöcke von der Wand entfernt. Das merken wir uns. Für den nächsten Ausbruch, der ja nach dem nächsten Let's Play stattfindet. Das nächste Let's Play könnte übrigens auch ein bisschen länger werden, weil es höchstwahrscheinlich The Last of Us ist. Ich lasse mich inspirieren, wenn ich die CDs gleich in der Hand habe. Ich will ja nicht spoilern, was ich gleich spiele, ne? Oder... Ich versuche, gleich zu spielen. Ich weiß ja nicht, ob wir ausbrechen können. Alter, es ist 21 Uhr, Mann! Abendappell! Abendappellzeit! So, wir müssen die Sachen auf jeden Fall mit zum Abendappell nehmen. Ich glaube, wenn wir gleich untersucht werden und die Puppe liegt da drin, haben wir ein ganz großes Problem. Das heißt, wir nehmen jetzt die Sachen mal mit. Alter, es ist 22 Uhr, ist Abendappell? Ich fass das nicht, ey. Ich dreh gleich durch. Meine Nerven. Oh, ich hoffe, die werden die Puppe nicht wegnehmen, weil ihr seht, die gucken rein. Wenn ich beim Abendappell draußen stehe und gleichzeitig im Bett liege, ist das, glaube ich, ein bisschen unpassend. Abendappell. Auf geht's. Wenn jetzt irgendwas schief läuft. Wenn die Wärter jetzt in meine Zelle reingehen und gucken. Wenn die irgendwas machen, ich bin am Arsch. Ich weiß nicht, ob sie die Puppe entdecken werden. Ob ich Ärger wegen der Puppe bekomme. Ob sie dann illegal wird, wenn man sie hinlegt. Weil vorher war sie ja nicht illegal. Johnny, hör auf damit. Ich brech gerade aus. Oder mach weiter. Versuch sie abzulenken. Von meiner Zelle. Ich hoffe, ich komme einfach so zum Generator rein. Die Gewinner der heutigen Inspektion sind... Lukas und Johnny. Okay, ich bin startbereit. Komm schon. Lass mich laufen. Okay. Ich darf nicht sehen, wie ich in den Generatorraum gehe und ihn ausmache. So, Klamotten. Jetzt bin ich verkleidet. Wir nehmen definitiv den blauen Schlüssel nicht mit. Wir nehmen den roten mit. Wir nehmen die Schaufel mit. Scheiße, wir haben Strom wieder angemacht, ne? Fuck. Okay, das geht viel zu schnell. Das können wir gar nicht schaffen. Wollen wir es so versuchen? Wir kriegen das hin, Freunde. Wir kriegen das irgendwie hin. Ich meine, da ist eine Kamera, aber wir sind verkleidet. Wir sind verkleidet als Wärter. In der Wärterbaracke in Wärter. Das fällt nicht auf, oder? Fällt bestimmt nicht auf. Die Erde behalten wir, nur notfalls halber. Oh oh. Okay, ich hab die Dokumente nicht. Scheiße! 100%. Die suchen nach mir. Wie unfähig bin ich eigentlich? Okay, alles ist gut, alles ist gut. Ich bin ein bisschen unfähig. Aber was soll's. Unterschriebene Papiere. Vielleicht hätten wir das Loch zu machen sollen. Ich weiß es nicht.
Oh. Das war cool, wie ich da mit meinen Insassenklamotten gelaufen bin und der Wärtermütze. Alter Schwede, wir haben das Dschungellager geschafft, Freunde. Wir haben es einfach geschafft. Schlechte Führung, minus 1185. Aber egal, gute Führung haben wir auch gehabt. Spielerruf, Spielerwerte, benötigte Tage, Bonus 25. Haben es geschafft, Freunde. Oh, ich bin jedes Mal so glücklich, wenn wir es geschafft haben. Es ist unglaublich. Sun Puncher ist unser nächstes Ziel. Wir gucken, wie viele Leute passen da rein. Anpassen. Wir haben beim nächsten Mal 4, 8, 12, 15 Insassen. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habe ich richtig gezählt? 3, 3, 3. Ja, 10 Wärter. Das heißt, beim nächsten Mal habt ihr sogar eine größere Chance dabei zu sein. Wartet einfach ab, wann ich es bekannt gebe, dass der Escapist in die nächste Runde startet. Das ist normalerweise so circa eine Woche, bevor das nächste Let's Play endet. Ich bin aber noch ein bisschen aufgeregt. So, vor uns wartet noch dann das JVA Eisentor. Dann haben wir die normalen hinter uns. Dann gehen wir nämlich zu den herunterladbaren Sachen. Und das ist The Escapist Steam und Alcatraz. Ich glaube, Alcatraz war zuerst, ne? Ich glaube, Alcatraz war zuerst und danach kam The Escape Team. Und das wird, glaube ich, noch richtig, richtig spannend. Und nach Escape Team habe ich noch eine große The Escapist-Überraschung für euch. Das heißt, wir haben mindestens noch 5 Runden Escapists vor uns. Von daher macht euch keine Sorgen, ihr habt noch sehr, sehr viele Möglichkeiten dabei zu sein. Und beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich noch ein bisschen skurriler, wird noch ein bisschen schwerer, weil, wie wir sehen, wir haben hier einen Zaun. Wir können jetzt schon ein bisschen gucken, wir haben hier nämlich einen Zaun und dahinter befindet sich ein Arbeitsfeld. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich den Zaun überwinden, das Arbeitsfeld überwinden und wahrscheinlich nochmal eine Mauer. Oder es gibt überhaupt keine Mauer und man könnte einfach so rausgehen. Das wäre natürlich das Leichteste, aber wir werden es uns ansehen, sobald die nächste Staffel startet. Freunde, ich bin froh, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß, genauso viel Spaß wie ich. Wir sehen uns dann in, ich glaube, knapp einem Monat wieder zur nächsten der Escapists Staffel. Morgen beginnt ein neues Let's Play. Morgen um 16 Uhr. Lasst euch überraschen, welches es ist. Ich habe es wahrscheinlich schon 50.000 Mal gespoilert in jedem Let's Play, für den ich habe. Aber lasst euch trotzdem überraschen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer ausgebrochener Zero. Tschüss.